Hallo Marco! Hallo Ferdi! Torwarttraining, den hättest du fangen können. Oh, das trainieren wir ja jetzt. Aha, so, ja. Hallo zu Hause, hallo liebe Jungs, liebe Mädels, liebe Mamas, liebe Papas, Omas, Opas, alle sind wieder mit dabei. Wir haben heute den Marco dabei und wir werden heute gemeinsam Torwarttraining machen. Marco, grundsätzliche Frage, warst du schon mal auf dem Fußballplatz? Also auf dem Fußballplatz war ich schon mal. Ah, ja. Ich war sogar Torwart, Ferdi. Warst du schon mal im Tor? Ich war 3 Jahre Torwart. Ich habe sogar mein Tor geschossen als Torwart. Den hast du gut gehabt. Ehrlich? Den hast du in der Halle. In der Halle. Ehrlich, stark. Okay, nichtsdestotrotz, wir werden jetzt heute mal ein kleines bisschen gemeinsam hier trainieren. Ja? Angeleitetes Torwarttraining. Angeleitetes Torwarttraining. Ich hoffe, ihr seid alle wieder ready zu Hause. Alles, was wir jetzt für die Trainingseinheit heute als erstes brauchen, sind 4 Markierungen. Können Hütchen sein, können Blättchen sein, Topflappen, Handtücher, T-Shirts, ihr kennt das Ganze ja. Und was wir nachher noch brauchen, zeige ich euch mal gleich. Wir bräuchten für später 4 so längliche Plättchen. Also wir haben jetzt Gott sei Dank diese Teile hier. Der Markus nimmt immer Handtücher dazu. Genau, im Fußballkindergarten immer, gell? Genau. Der nimmt immer Handtücher. Wir können das Ganze auch mit zusammengerollten Handtüchern machen oder mit T-Shirts oder mit Hosen oder irgendwas, was uns halt da einfällt. Wir können auch Schnüre auf den Boden legen. Das ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, wir haben nachher 4 solche länglichen Teile mit dabei. Aber dazu erst später. Jetzt bauen wir uns erstmal unser Viereck auf. Und zwar, wir machen das mal ganz einfach hier rein. Chop, 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 chop. Wir wollen uns erstmal so ein kleines bisschen aufwärmen. Und beginnen den Teil immer mit einer koordinativen Aufgabe und mit einer Ballaktion. Marco, pass auf, dich brauche ich jetzt mal kurz da vorne. Mhm. Du hast einen Ball in der Hand, den brauchen wir später, den kannst du aber am Fuß lassen. So, und ihr geht mal in dieses Viereck hier rein und wir beginnen jetzt erstmal alle Ballaktionsflächen durchzusprechen. Ja? Das heißt, wir haben jetzt einmal die rechte Hand, wir haben die linke Hand, wir haben den rechten Fuß und den linken Fuß. Ja? Wie bei so einer Marionette, die tschab, tschab, tschab zusammenzieht. Und wir geben den ganzen Flächen mal Nummern. Also die rechte Hand ist die Nummer 1. Die linke Hand ist die Nummer 2, der linke Fuß die 3 und der rechte Fuß die 4. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4. Heißt, bei dir ist es im Uhrzeigersinn. So umgesehen. Stehst du? Ja, stimmt, hast du recht. 1, 2, 3, 4. Ganz genau. Und für euren Trainingspartner ist es eben auch im Uhrzeigersinn. Also 1, 2, 3, 4. Der Marco wirft mir jetzt einfach mal kurz die Bälle zu. Schmeiß mal kurz auf die 1. Genau, einfach nur auf die 1. So, 1, 2, auf die 3 und auf die, hoppla, und auf die 4. Genau, das war auch nicht besonders sauber. Was, komm, machen wir nochmal. Genau, ja. Auf die 1 oder auf die 4? Nein, jetzt warte kurz. So, also es ist klar, was zu tun ist. Mit der Hand zurückwerfen, mit der Hand zurück, mit dem Fuß zurückspielen, mit dem Fuß zurückspielen. Ja? Das machen wir jetzt erstmal 2, 3 Runden durch. Ja? Und ihr tippelt dabei immer. Tippeln heißt, wir bleiben auf der Zehenspitze immer so ein bisschen beweglich. Der Marco wirft und wir machen einfach nur die Uhr durch. 1, so, 1, 2, 3, 3 und 4. 4 und weiter geht's. Hopp, 1 und 1 und 2, hopp und 3 und 4 und 1, hopp und 2, hopp und 3, hopp und 4. Genau, stopp. So weit, so gut. Wir können das Ganze auch ein kleines bisschen schneller jetzt machen. Wir wollen wieder ins Warm-up reinkommen und starten jetzt. Hopp, 1 schneller, 2, hopp, und 3, hopp, und 4, hopp, und 1, hopp, und 2, hopp, 3, hopp, 4, hopp, und noch eine Runde, hopp, 1, hopp, 2, 2, 3, sehr schön, 4, Marsch, nochmal, oder nee, was? Passt. Okay. Willst du auch mal? Ja, bitte. Okay, dann los geht's. Also laufen und dann nur zurück. Immer tippeln, so auf der Zehenspitze. Das können Läufe sein, das können auch so Hüpfer sein, so dass du eben schön beweglich bist und den Ball immer schön zurückbringst. Und die 1 ist dran. 1, hoppla, 2, 3. Da ist die 3. 3, 4. Und komm ins Viereck. Hopp, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Was ist 3? Du machst es richtig, ich mach's verkehrt, schließe. Und 4. Und 4. Genau. Okay. Sehr
sehr gut. Soweit gut. Ja, gut. Ja. Jetzt tauschen wir das Ganze. Du kannst gleich weitermachen. Aha. Ich sag dir jetzt immer die Zahl an. Ja. Okay? Und ich starte mal ganz easy. Na, wobei ich sag's an, dann weißt du nicht wo. Okay? Ich sag erst, dann werf ich. Okay. Dann spielst du. Für euch zu Hause auch wichtig. Schlecht wäre jetzt werfen und sagen 3. Weil dann schlägt er schon fast ein, dann hat er keine Chance mehr. Am besten 3, werfen, spielen. Alles klar? Mhm. Genau. Ihr könnt zu Hause natürlich, wenn ihr einen Trainingspartner, Bruder, Schwester, Mama, Papa habt, die auch noch in ihrer Fangtechnik noch nicht ganz so stark sind, dann können die natürlich auch gucken, dass sie den Ball wieder sauber fangen und sichern, damit es weitergehen kann. Alles klar? Und 1. Und 1. Und 2. Und 1. Und 4. Und 4. 1. 3. 2. 1. 3. Wow. 4. 1. 4. 2. 4. 3. 1. 1. 1. 2. 2. Und fertig. Sehr gut. Super. Ja, ist schön. Okay. Macht Spaß. Gut. Pass auf. Nächste Runde. Das Ganze schaut jetzt so aus. Du fängst den Ball. Muss ich ihn führen oder dagegen nicht schlagen? Nicht zurückschlagen. Am besten kurz aufhalten, okay. Hier auf der Hand. Führen wird jetzt gleich ein bisschen deutlicher. Du musst jetzt, ich werfe dir den Ball zu und jeden Ball musst du erst annehmen und dann zurückspielen. Okay. Weil jetzt haben wir gerade alles direkt gemacht. Ja. Das heißt, bei der Hand wäre es folgendermaßen, schmeiß mal kurz her, du nimmst den Ball an, über den Boden und spielst ihn zurück. Von unten dann raus. Also Boden zurück. Boden zurück. Das Ganze auch mit der linken Hand. 1, 2. Und jetzt Achtung. Du nimmst den Ball jetzt mit dem rechten Fuß an. Schmeiß mal her auf den rechten Fuß. So, annehmen, runterfallen lassen, zurückspielen. 2. Linker Fuß annehmen, zurückspielen. Das wird spannend für dich. Okay. So, für euch zu Hause. Entweder könnt ihr, sollten jetzt hier ringsherum überall Vasen stehen oder irgendwelche Teller, die nicht kaputt gehen dürfen, Gläser etc., dann dürft ihr die Übung natürlich auch ein kleines bisschen abändern. Ja? Der Fuß muss zum Beispiel nicht dabei sein oder ihr könnt es auch ändern. Wir haben jetzt hier aber Platz, könnt nichts kaputt machen. Vielleicht habt ihr auch einen, vielleicht habt ihr auch ein schönes großes Kinderzimmer, das ausgeräumt ist oder ein Wohnzimmer, wo viel Platz ist, wie auch immer. Trotzdem versucht, schön den Ball eurem Partner zuzuwerfen, also ohne viel Tempo, damit der nicht quer durch die Bude schießt. Ja? Nicht, dass wir nachher dann Anrufe kriegen und sagen, was fällt euch eigentlich ein? Also schön nah hingehen, werfen, Tempo raus, zurückspielen. Die Zahlen bleiben gleich. 1, 2, 3, 4. Einmal so durch, ohne Ansage, immer im selben Schema. Alles klar? Los geht's. Hopp, 1 und zurück. Von unten zurück. Genau, und 2, hopp, und zurück. Und die 3... Warte. Annehmen. Oh, ja, nochmal. Annehmen mit links. Nochmal 3. Genau. Annehmen. Und ganz passt. Okay. Und die Nummer 4. 1. Und zurückspielen. Genau. Und die 1 wieder. Hopp. Hopp. Zack. Und die 2. Hopp. Zack. Und die 3. 1. 2. Und die 4. Hopp. Gut. Muss am Boden, gell? Okay. Ja. Und 1. Ah, okay. Einmal. Und von oben. Hopp. Hopp. So. Komm. Genau. Schau mal her. Schmeiß mal kurz her zu mir. Schmeißen. So, runter und raus. Machen wir nur die Hände kurz. Also, hopp, runter und raus. Wie beim Tennis dann. Hopp und wie bei einem Tennisschläger. Genau. Und die 4, die 2 und die 4. 1, hopp. Versuch mal links, links zurück zu spielen. Wie? Wie? Mit dem Fuß. Also links annehmen, links spielen. Okay. Und rechter Fuß. Jetzt komme ich sehr schon durcheinander. Nochmal. Rechte Hand, wir fangen wieder bei 1 an. 1, 1. Genau. Und die 2. Und die 3. Gut. Und die 4. Boah, servus. Nochmal mit Tennis. Also, du schiebst schon an. Oh Gott, das wird was. Ja, ich höre schon. Was war 1 geht's los? Ja. Ach so. Okay. 1. Hopp. 2. Jawohl. Hopp. Die 3. 3. Hopp. Und die 4. Hopp. 1. 2. Und Nummer 1 nochmal. Hopp. Hopp. Das ist jetzt hin ohne Fehler. Hopp. 2. Gut. Hopp. Hopp. Yes. Und die 4. Ja. Hopp. Hopp. Perfekt. Huh. Muss jetzt. Muss ich mich voll konzentrieren.
Zack, zack. Ja. Ja, das wird aber noch schwieriger. Okay. Ich sag jetzt an, so wie vorhin. Und dann wird es ganz wild. Später. Aber jetzt machen wir erstmal das. Alles klar? Komm ein bisschen weiter hier in die Mitte. Ja, ja, okay. So ist super. So. So. Immer noch Schritte? Ja, ja. Alles ein bisschen schritteln. Schritteln. So. Hopp, genau. Genau. Ja, gut. Und los geht's. Linke Hand. Ist die 2. Genau. Ja, sind wir bereit? Ja, 2. 1. Hopp. 1. Hoppala. 1. 4. 4. Oh, ja, 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 gut. 4, 1, 3. Oh je. Geht. So mit rechts zurück. 3. Okay. Noch passt, mal. Ist okay. Hauptsache, kommt zurück. 2. Okay. 1. 1. 4. 4. Und. Hopp. 3. Oh je. 3. Siehst du, ich mag meinen Rechten. Ja, 3. Nochmal. Macht nichts, passt schon. 3. Okay. 4. Und hab ich. Sehr gut. Okay, kurze Pause. Jetzt ändern wir nicht nur die Laufaufgabe hier drin, sondern wir tauschen auch immer Annahme und Rückspiel. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr nur am Tippeln oder am Laufen, sondern du fängst an, Hopsalauf zu laufen. Wirklich im Hopsalauf. Und ich lasse dir ein bisschen mehr Zeit dazwischen und spiele nicht so schnell. Dafür ist jetzt 1. Also 1 ist mit der 4 geschalten und die 4 mit der 1. Das heißt, wenn ich sage 1, nimmst du an wie immer, spielst aber mit 4 zurück. Das heißt, also runter, hoch. Genau. Also 1 wäre jetzt folgendes. Schmeiß her. 1 wäre das. Und die 4 wäre das hier. Schmeiß her. Okay? Verstehe. Verstehst du 2 auch wieder? Ja. Genau. Immer die Seiten zusammen. Genau. Die bleiben zusammen. Wenn man es total crazy will, kann man es nachher auch über Kreuz machen. Aber du bleibst immer im Hopsalauf und ich sage die Nummern nicht zu schnell. Mhm. Okay? Also ich sage jetzt nicht 1, 2, 3, 4, sondern ich sage 1 und dann hast du aus dem Hopsalauf stehen, dort deine Aktion und dann wieder Hopsalauf und dann sage ich die neue Zahl. Okay? Mhm. Gib dir mal ein bisschen Zeit, den Hopsalauf so quasi zu refreshen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja? Gut. Genau, und die 1. Hopp, genau. Hopp. Gut, hopp's da noch. 4. So, ja. Ja, hopp. Genau. Okay. Hopp's da noch, komm hier rein, komm hier rein. Hopp's da noch, hopp's da noch, hopp's da noch. 2. Runter. Genau. Heim. Genau, hopp's da noch, hopp's da noch. Immer im Hopp's da noch bleiben. 3. Genau, linke Hand. Klasse, du hast gut gestoppt. Mach noch 3. Hopp. Und linke Hand. Hopp. Jawohl. Und 1. Genau. 2. 2. Hopp. Hopp. 4. Okay. Hoch. Heim. Genau. 3. Hopp. Jawohl. Und Hopsalauf. Und 1. Und. Genau. Heim. Hopp. 2. Stopp. Und komm. Heim. Gut. Und letzter. 3. Hopp. Krieg ich. Zapp. Sehr gut. Und 1. Sehr gut. Hui. Okay. Gut. Mhm. Passt. Wunderbar. Jetzt machen wir das Ganze als letztes und dann sind wir richtig schön warm. Neue Koordinationsaufgabe hier drin. Mhm. Und zwar, du machst Tap-Schritte. Mhm. Okay? Also Tap-Schritt, linker Fuß hüpft die ganze Zeit, der rechte Fuß tap nach unten, nach oben. Das kennen wir schon. Wir haben bei dem Tap-Fuß immer einen Pause, beim linken Fuß, der hüpft permanent durch. Also haben wir 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und während den Tap-Schritten werfe ich dir den Ball auf die linke Hand und du versuchst ihn zurückzuwerfen. Wieder zu schieben. Genau. Kannst aber auch so zurückhauen so ein bisschen oder abklatschen. Okay. Ist auch okay, weil es wahnsinnig schwierig ist, so den Ball zurückzuspielen. Okay? Ja, ja. So, machen wir 3, 4 Stück. Okay. Auf rechts hüpfen, richtig? Nein, auf rechts hüpfen, rechts tappen. Linke Hand spielt zurück. Und los geht's. Boah. Und Wechsel. Genau.
und Pause. Gut. Okay, kurz wieder sammeln. Jetzt wird mir warm, Felix. Ja? Ja. Aber ich muss den Pulli anlassen, hast du gesagt, gell? Ja, Pulli brauchen wir noch. Aber ich muss hechten und so. Da wusste, Freunde. So, Tap-Schritt, werfen gegen gleiche Hand. Ja. Ja. Dann kriegst du sofort ein Anspiel. Gegen gleiche Hand. Ja, machst du ja schon. Ja, okay. Ja, ja. So, gegen gleiche Hand. Und dann kriegst du einen Pass auf dein Hüpfebein. Okay. Und dann musst du aus dem Tap raus zurückspielen. Okay. Dann geht's wieder in den Tap. Vom Boden. Vom Boden, den spiele ich so. Okay. Ja, auf dein Springbein, quasi auf dein Standbein. Und du musst schnell umswitchen. Ich lasse dir aber dabei Zeit. Wichtig ist zu Hause, das Ganze langsam auszuprobieren. Nicht zu schnell jetzt werden. Nicht, dass er dann einfach stolpert oder einen baldigen Schienbein kriegt und nicht schnell genug umsetzen kann. Dann macht es natürlich wenig Sinn und ist nicht so ergiebig, nicht so lustig. Macht keinen Spaß, wenn es sich hinhaut. Okay? Super. Langsam anfangen. Tap-Schritte wieder, genau. So, der. Ja. Genau. So. Also die Seite spielt eigentlich immer zurück, richtig? Genau. Also ich werfe jetzt. Los geht's. Hopp, hopp. So. Spielen und tap. Hopp und Aufstand. Weg geht's. Sehr gut, super. Hopp, hopp und zwei noch. Hopp, hopp. Gut und letzter. Hopp und Pause. Puh. Geht? Ja, super. Macht Spaß. Okay, dann musst du dich voll konzentrieren, dann ist geil. Ja, cool. Hopp. Links? Nee, Quatsch. Anders, ja, oder? Hier. Du musst links jetzt tappen. Ja, hast du recht. Und links. Ah, nicht zu früh, erst wenn der Pass kommt. Nicht aufhören zu früh. Und jetzt an. Hopp, genau. Tap, tap. Und komm. Hopp, jawohl. Oh, sorry. Was? Gut. Und letzter. Gut. Alles klar. Pause. Huh. Ganz kurz was trinken. Ihr zu Hause auch. Ganz schnell einen Schluck trinken, ihr könnt auch Pause stellen, ihr könnt es aber auch durchlaufen lassen, wir bauen dann ganz kurz um. Wir brauchen jetzt dann diese länglichen Dinger, du gehst schnell was trinken. Die da. Genau. Du gehst schnell was trinken, damit du nicht gleich tot umfällst, dann tauschen wir und wir sehen uns gleich wieder. Marco! Darf ich wieder kommen? Ja! Mensch, Marco. Marco! Hallo! Hallo Marco! Hallo! So, okay, ihr habt genug getrunken, wir sind auch wieder fit, umgebaut ist es. Wir gehen jetzt in so ein kleines Jump-and-Run-Spiel rein mit vielen Torwartaktionen. Ich mache es jetzt einfach mal vor. Mhm. Und nachher schauen wir uns an, wie das bei dir ausschaut. Okay? Wichtig ist, dass du deine Ärmel jetzt so ein bisschen über den Handgelenken lässt, dass wir uns nachher hier nicht so aufreiben. Soll ich den wohl wegtun? Hm? Nö. Geht schon. Also, schon, ja. Musst du halt jetzt dann gleich feststellen. Also, im Prinzip läuft es folgendermaßen. Wir haben jetzt hier vier solche Plättchen und springen einfach durch diese Plättchen durch. Wie die Kängurus. Von beiden Füßen weg, nicht von einem Bein, das ich lieber habe, sondern beide Füße sollen gleichzeitig hüpfen. Prellsprünge, das kennt ihr schon. Das heißt, wir haben sehr, sehr wenig Bodenkontaktzeiten in diesen Zwischenräumen. Das heißt, wir springen nicht drüber. Machen dann erstmal eine Brotzeit, schauen links und rechts und fangen dann wieder an zu hüpfen. Das macht keinen Sinn. Sondern wenn es losgeht, springen wir so schnell es geht mit kurzen Bodenkontaktzeiten eben da durch. Wir können auch mal uns überlegen, so ein kleines Bild erzeugen und sagen, in diesen Zwischenräumen ist es ganz, ganz heiß. Ja, wie so glühende Kohle, die am Boden liegt. Und da wollen wir natürlich weg davon. Ja? Also drüber hüpfen, 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 hüpfen. Du brauchst einen Ball in der Hand und einen Arm. Na, wir machen mal einen Ball in der Hand. Du gehst in etwa so ein bisschen weiter darüber, genau gegenüber von dem Hütchen. Genau. So, ich springe jetzt durch. Wenn ich fertig bin, gehe ich ins Rückwärtslaufen. Rückwärts, 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 rückwärts. Einmal rückwärts um das Hütchen rum. Stelle mich vor das Hütchen, kriege den Wurf von dir, ich werfe zurück. Du wirfst von oben, oder? Genau. Dreimal. Fangen, zurück, fangen, zurück, fangen, zurück. Okay? Okay? Mhm. So, fertig? Knie werden beim Sprung nicht angezogen, richtig? Nein, wir sondern versuchen nur aus, der, ja. aus dem Fußgelenk rauszudrücken. Super. Okay? Gut. Und kann losgehen. Zwei, drei, hopp. Rückwärts weg. Vorwärts stehen, hopp. Einmal stehen, hopp. Zweimal stehen, hopp. Dreimal
Okay, das ist die Übung. Achtet wieder beim Fangen darauf, dass die Arme möglichst weit vor dem Oberkörper sind. Die Ellenbogen sind so ein bisschen auseinandergedrückt. Der Druck von den Handflächen auf den Ball. Und wir schauen mal, ob unsere Zeigefinger und Daumen auch schön hinter dem Ball sind. Unser Torwartdreieck. Und überprüfen das Ganze, indem wir immer drauf gucken und uns mal wirklich drauf konzentrieren. Ja? Viele fangen nämlich immer so, schmeiß mal her, ja, so ein Vorbeigehen, ja, ganz leicht, so, ja, habe ich schon. So, dann ist der Ball natürlich immer schnell drin. Konzentriert euch beim Fangen, 3 Stück und wir können dann noch richtig Gas geben. Okay? Mhm. Okay, und kann losgehen. Hopp, 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 rückwärts weg, einmal, hoppala, 1, hopp, 2, hopp, 3, hopp. Gut. Sehr schön. Und nächster. Tap, tap, tap. Rückwärts weg im Seitstipp. Einmal tippen, hopp und so weiter. Und nächster. Darf ich das dann auch mal machen? Natürlich. Hopp, hopp, hopp. Fangen, raus, fangen, raus, fangen, raus. Ich bleibe nicht stehen wie so eine Statue. Sondern nach jedem Wurf bin ich eigentlich immer in einer neuen Position, Knie ein bisschen gewinkelt, auf der Zehenspitze aktiv. Ja, und versuche dann immer, schmeiß mal ein Tickchen weiter nach da, immer den Oberkörper auch so rüber zu bringen, im Fall der Fälle, dass der Ball mal nicht sauber kommt. Einen mache ich noch, dann bist du dran. Also ich werde immer ein bisschen, nicht immer ganz gerade, sondern immer sagen. Wie du willst. Ja, der Torwart soll jetzt hier schon aktiv sein und nicht dastehen und irgendwie so zurückwerfen, sondern schon drauf aufpassen und gucken, wo er hin muss. Okay? So. Sidestep zurück, nach vorne kommen und wieder halten. Okay. Du bist. Sehr cool. Mein Knie geht es auch schon besser, Freddy. Sehr gut. Super. Brauchen wir nachher. Die Knie brauchen wir später. Jetzt noch nicht? Nee, jetzt brauchen wir gar keine Knie. So, 2, genau. Drück ein bisschen mehr mit den Handflächen, nicht zu viel mit den Fingern. Nochmal. Also die Finger sind nur zum... So. So, ja. Genau. Handfläche drauf. Genau, so ein bisschen weiter vorhalten. So. Mhm. Und mit den Handflächen drückst du. Drück mal den Ball zusammen und spiel mit den Fingern oben so. Genau. Merkst du, wie du drückst? Okay. So, genau. Und jetzt die Arme ein bisschen ausstrecken. Genau. Okay? Genau. Und los geht's. Tap, 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 tap. Rückwärts weg. Und komm her. So, Druck mit den Handflächen. Sehr gut. Genau, und den Ball schön zu sich kommen lassen. Ja, nicht aktiv mit den Armen entgegenhauen. Das ist wie wenn ich zum Beispiel in einen scharfen Pass reinlaufen würde. Den würde ich einfach verstolpern, weil der Ball kommt scharf und ich laufe scharf rein. Heißt, ich hau den Ball im Prinzip weg. Wenn ich jetzt aber den Ball schön kommen lasse, passiert gar nichts. Der kommt von alleine und ich kann ihn sauber verwerten. Genauso ist beim Fangen auch. Ja? So, tap, 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 tap. Rückwärts stehen und nur die Arme hoch. Genau. So, genau. Hopp. Genau. Okay. 3 Stück. So, hopp, 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 hopp. Und rückwärts weg. Hopp. Gut. Gut. Und genau. Bisschen mehr in die Knie. Rücken schön gerade. Kopf bleibt nicht vorne, sondern auch gerade, sodass wir immer sehen, was hier passiert. Tap, 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 tap. Und komm her. Gut. Gut. Super. Und einer geht noch? Jo. Gut. Und komm. Zap, zap, zap. Und rückwärts weg. Gut. Und 2. Gut. Und 3. Jawohl. Alles klar. Nächste Runde. Ich mache es wieder vor. Ein paar Rückgänge. Mhm. Jetzt nehmen wir mal aus einem Hütchen 2 Hütchen. Ich hoffe, es ist noch drauf. Müsste eigentlich sein, oder? Nehmen wir das mal ein kleines bisschen weiter rüber. Ich glaube schon, dass es drauf ist. So, ihr baut euch jetzt ein Tor, ein Hütchentor. Im Prinzip ist es eigentlich wurscht, wie groß das Tor ist. Im Prinzip ist es auch wurscht, was das für Gegenstände sind, die das Tor bilden. Wichtig ist nur, dass ihr eine Linie habt. Okay, also eine Torlinie. Die kann so breit sein, wie ihr wollt. Die kann so lang sein. Völlig egal, Hauptsache es entsteht eine Linie. So, das ist schon mal wichtig für den zweiten Ball. So, wir gehen jetzt in den folgenden Rhythmus rein. Wir springen wieder Prellsprünge. Überspringen aber immer ein Feld und das Feld, das wir übersprungen haben, gehen wir wieder zurück. Okay? Das heißt, wir fangen an mit 2, 1, 3, 2, ganz raus. Okay? So, wenn ich ganz raus bin,
laufe ich nicht zurück, sondern sidestep zu dir. Also sidestep. Parallel zu dir, so wie die Hütchen dann sind, wie die Plättchen sind, krieg von dir einen Wurf, fang den, lauf dann zurück auf die Torlinie, komm in die Position. Und jetzt brauchst du einen zweiten Ball am Fuß. Auch hier? Ja. Und den spielst du mir dann flach zu. Okay. Okay, flach zentral. So, schaut so aus, wir machen es einmal langsam. Eins, zwei, hopp. Ganz raus, parallel weg, hopp. So, jetzt rückwärts, stehen und spielen. Eins und zwei. Oh je, okay. Alles klar? Mhm. Gut. Machst du nochmal vor, oder? Ja klar, ich mache jetzt ein paar. Ich bin ja nicht zum, hier heute nur zum Anleiten. Das ist ja quasi, wenn die Fitnessstudios zu sind, muss man ja auch irgendwie schauen, wo man bleibt. Ja, freilich. Ja, hier wird es sonst immer dicker. So, also, tap, 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 hopp, side step back, hopp, rückwärts, stehen und über die Linie. Okay? Okay? Mit dem aber rechten gehe ich runter und der linke ist weggestreckt, oder wie? Gehen wir hier ein bisschen weiter zurück. Nein, nicht unbedingt. Normalerweise ist es immer in der Grätsche. So sind die Hände, aber du bleibst jetzt natürlich, wenn du so bleibst und die Hände nur nach unten gehen, kommst du schnell in so einen Rundrücken rein und bückst dich eigentlich mehr nach vorne. Hier ist mega Zug drauf, die Augen schauen nach unten, den Kopf nach oben zu nehmen würde jetzt sehr schwer sein. Das heißt, du siehst den Ball nicht wirklich. Wir wollen irgendwie aber schauen, dass der Oberkörper aufrecht bleibt, aber unsere Position tiefer wird. Das könnten wir jetzt zum Beispiel so machen. So macht es aber recht wenig Sinn, weil wir die Position nach vorne nicht mehr bekommen. Also wir würden den Ball bekommen und nach hinten umfallen. Macht jetzt auch keinen großen Sinn. Oder wir schmeißen den Ball über uns drüber. Deswegen gehe ich immer mit einem Knie leicht auf den Boden. Und je nachdem, wie der Ball kommt, also wenn jetzt ein bisschen spielen auf meinen rechten Fuß, würde ich immer über den rechten Fuß gehen. Und wenn der Ball tendenziell ein bisschen weiter nach links kommt, das war das, was wir vorhin hatten. Rüberspringen, halten, zentraler Beispiel, ein bisschen mehr nach links, ein bisschen mehr nach links. Bleibt es dieselbe Bewegung. Es ist kein Ball, zu dem ich kippen muss oder fliegen oder fallen muss. Es ist ein Ball, den ich seitlich aufnehme. Ich kann es jetzt einfach tun, indem ich links ein bisschen mehr ins Knie reingehe. Und macht das ferne Knie die Mitte zu? Oder wird das einfach zieht nur nach. Das zieht dann im Prinzip so nach, weil du ja sowieso schon in der Bewegung drin bist und nach da gehst. Okay. Also wovon wir dringend weg wollen, ist dieses hier. Ja, das kenne ich nämlich noch. So, ja, manche Torhüter fühlen sich dabei sehr sicher, ja. Vor allem, wenn Schüsse aus einer großen Distanz kommen, der Ball lange unterwegs ist und scharf unterwegs ist, dann fühlen sie sich da wahrscheinlich ein kleines bisschen sicherer. Die Frage ist bloß, was macht der Fuß? Ja, wenn ich jetzt natürlich sage, ich gehe da hinten so weit raus und der Ball wird leicht abgefälscht und geht plötzlich in die Ecke, komme ich einfach anatomisch so gar nicht mehr rüber. Das ist irgendwie eine komische Bewegung, das sieht jetzt schon komisch aus, ist auch unrund. Ja, ich würde dann wahrscheinlich die Füße näher zusammenstellen und den Fuß hinten so lassen. Mhm. Ja, um einfach hier mehr zu sichern. Das ist schon okay, aber die Frage ist halt auch, ist es dynamischer? Ich sage nein, weil in dem Moment, wo ich mit meinem Knie auf dem Boden bin, sackt mein ganzes Gewicht auf diesen Punkt, ja, und auf den Punkt der Ferse oder der Zehenspitze und ich bin erstmal raus. Das heißt, ich müsste jetzt wieder nach oben und so bin ich einfach beweglicher und kann zur Not, wenn ich das unbedingt sichern will, auch hier das Knie dann noch beim Wegziehen mitnehmen. Ui. Aber es bleibt alles in einem Bewegungsfluss und wir fangen bitte nicht an mit, da kommt der flache Ball. So, ja, das macht keinen Sinn. Okay? Mhm. Zeigst du mir noch zwei Durchgänge? Ja, natürlich. So, also viel geredet, los geht's. Hopp, 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 hopp. Oh, hoppla, ich hab's falsch gemacht. Erst daher. So, jetzt zurückstehen. Und immer aus rechts nach links, ja? Das ist mir egal. Okay. Das ist völlig soll ich irgendwas ansagen? Oder? Nein. Nein. Okay. Einfach wie du willst. Ja? Wichtig ist nur beim Nachhauselaufen. Nicht nach Hause laufen und jetzt wieder so lange rennen, bis ich wieder die Bewegung nach vorne habe, sondern wir hüpfen den letzten nach hinten, dass wir wieder in so einer Nullposition stehen. Nullposition, Ausgangsposition. Wie man dazu auch sagen will. So, einmal noch. Und stehen. Und runter. Sehr schön. Okay. Alles klar? Schaut gut aus. Willst du? Ja, gerne. Gut. Mach das schön langsam, das Runtergehen auch, wenn du es noch nicht so gewohnt bist. Wir können auch mal, du musst noch gar nicht vorplumpsen. Nimm mal den Ball einfach nur auf und bleib hier schön vorne und zieh ihn zur Brust, okay. Ohne nach vorne zu fallen. Ja? Zap, 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 seitlich weg. Erster Ball, gut. Rückwärts stehen. Tor. Nochmal.
Also, du musst eine Grätsche machen, schau mal, komm ein bisschen Grätsche weiter vorne. Du verteidigst ja vor der Linie. Grätsche auseinander. Hände zusammen und ran. Genau. Alles klar? Aha. Genau. Komm, aber warte, du hast jetzt gesagt, ich gehe zurück auf die Linie und dann nach vorne. Oder auf die Linie und dann runter. Die Linie habe ich jetzt reingezogen. Kein Torwart der Welt würde jetzt nach Hause laufen und sich direkt auf die Linie stellen. Ja. Okay, wir stehen immer so einen halben Meter davor. Einfach ein gutes Gefühl zu bekommen. Okay. Du hast jetzt die Linie als Orientierungspunkt. Ja? Du willst natürlich nicht irgendwo da hinten stehen. Du willst auch nicht 10 Meter davor stehen. Willst du nicht auf der Linie stehen. Aber du weißt in etwa, wo sie ist. Schaust einmal kurz. So ungefähr hier fühlen wir uns. Jetzt stehe ich ziemlich weit. Aber jetzt ungefähr hier stehen, fühlen wir uns. Aber ich gehe nicht zurück und hüpfe dann nach vorne. Sondern nein, du kannst nur zurücklaufen. Runter. Hinterhüpfen. Okay, perfekt. Und jetzt kannst du in die Grätsche hüpfen. Okay. Ja? Genau. Stehe. Und los geht's. Zap, zap, zap. Fangen, genau, Oberkörper gerade lassen, aufnehmen, 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 zur Brust ranziehen. Nee, bleib in der Grätsche, bleib mal nur in der Grätsche. So. Ja, und jetzt mach nur deine Schaufel, so. Jetzt zieh nur hoch zur Brust. Genau. Okay, nochmal? Ja. Und die Hände bleiben gleich da noch. Ja. Genau, und zack, 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 zack. Und erster, gut, stehen. Oh. Ah, nicht so hektisch, nicht so hektisch. Lass ihn einfach nur mal aufnehmen, den Ball, ganz in Ruhe. Wieso gehst du jetzt aufs Knie? Weiß ich nicht. So, also. Genau. Richtig? Ja, richtig. Fang bloß damit an, wenn der Ball auch kommt. Ja, damit es allen Bewegungsfluss wird. Ja, okay. Sonst bist du zu früh und wartest. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Und noch schlechter wäre, ja, was ist? Schieß jetzt nach und dann schießt er natürlich hoch. Ja, das macht auch keinen Sinn. Okay. Sehr gut. So, stehen, Grätsche. Ja, genau. Und jetzt geht mal ganz langsam auf die Ellenbogen ab. Oh! Ja, streck die Ellenbogen nach vorne. Uiuiuiui. Okay. Das wird anstrengend. Das geht. So. Tap, 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 tap. Und da sind wir schon. Jawohl. Viel hast du eh nicht mehr. Ja. Und auf die Ellenbogen. Ja. Zieh ich dann den Fuß nach oder was mache ich eigentlich? Ja, du rutschst dann so ein kleines bisschen auf den Knien. Ich zeig's dir nochmal. Spiel du nochmal. Uiuiui. Hier ist dein Ball. Also, tap, 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 seitlich weg, fangen. So, jetzt stehen. Da sollst du nicht hinschießen, sondern also schon gerade. Da kann man auf den Fuß kommen. Wir wollen ja den Ball zwischen den Füßen. Okay. Okay, verstehst du? Mhm. Mhm. Der Oberkörper bleibt lange gerade und ich beginne mit der ganzen Bewegung erst, wenn der Ball auch kommt. Du kannst mit deiner Schaufel mal dem Ball leicht entgegengehen und dann langsam wegziehen. Schau her. Aha. Siehst du? So peilst du mit den Händen den Ball schon mal an, ziehst ihn jetzt weg und holst ihn dir. Mhm. Ja? Das ist wie beim Ansaugen. Da gehst du auch mit dem Fuß mit und dann lässt du ihn gleich drauf. So, zwei Bälle hast du? Hab ich. Los. So, Jung. Uff. Ami. Ja. Hopp. Und komm. Und da sind wir. Ja! Und jetzt! Und. Da ist er noch! Sehr gut, super! Gut? Einer noch, dann sind wir hier eh. Knieschoner oder so? Weiß nicht. Nee, alles gut, alles gut. Tut nur noch ein bisschen was. Hopp, zapp, zapp. Und komm her. Gut. Sauber fangen. Ja, und. Sehr gut. Gut. Kurze Pause. Kurze Pause. Letzte Aufgabe, wir tauschen wieder. Okay. Tauschen wieder. Und zwar, jetzt gehen wir noch in die letzte Torwarttechnik rein. Wir hatten jetzt unten, wir hatten oben. Wir gehen jetzt noch auf die seitlichen Bälle. Zeige ich dir aber gleich, wie wir das machen. Also, wir hüpfen jetzt seitlich mit geschlossenen Beinen. Drüber, 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 drüber. Ja? Und beim letzten, wir hüpfen eins, zwei, letzter, dann zwei, drei, raus. Das heißt, wir haben einen Rückweg nochmal. Okay? So, wir haben hopp, 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 hopp. Okay. Okay? So. Lass die Füße eng zusammen, weil wir gerade eben dieses Gleichgewichtsthema haben wollen. Du hast es gerade gesehen. Je mehr ich die Füße zusammen habe, desto schwieriger wird das Gleichgewicht und ich muss, wenn ich es unten nicht gescheit halten kann, noch mehr im Rumpf arbeiten. Das heißt, das ist eine kleine Überprüfung für alle, die ihren Rumpf immer schlackern lassen. Die fallen dann dabei um, ja? Weil der Richtungswechsel so schnell kommt. Aber wenn wir gescheit drüber bleiben, hopp, 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 ist es eigentlich wie beim Skifahren gerade drüber. Okay? So,
rückwärts weg. Ich krieg den ersten Ball von dir wieder, so wie eben auch. Flach. Flach. So, aufnehmen, hopp, halten, rausrollen und unten bleiben. Mhm. So, und wir gehen jetzt einmal über den rechten Fuß. Das heißt, der zweite Ball, den spielst du mir jetzt nach da. Ich gehe mit dem rechten Knie nach vorne, nehme meine Hände wieder ins Torwartdreieck zusammen. Nur das Knie nach vorne und langsam hier über den Oberschenkel ablegen. Spiel mal her den Ball. Okay. Tut nicht weh, wir kippen nur. Und die Hände, je früher sie den Ball erreichen, desto mehr drücken sie ja auf den Ball und dadurch federe ich mich auch schon wieder ein bisschen an. Mhm. Ja? Also es ist, du hörst es kaum. Spiel noch mal kurz her. Dann. Ja. Und ich komme wieder nach oben, so über das Knie. Mhm. Ja? Dann spielen wir den Ball raus und das Ganze geht über links. Zweimal. Dann sind wir fertig und beginnen wieder von vorne. Mhm. Okay. Alles klar? Ja. Gut. Okay. Ich beobachte. Ja, dann los. Hopp, 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 hopp. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Stehen, aufnehmen, Kugel raus, einrichten auf den Knien. Einmal, hopp. Und nochmal hier. Genau. Ein Ball reicht ja, ne? Genau, ein Ball reicht. Und ich würde tatsächlich auch für euch zu Hause, euren Trainingspartner sagen, spiel nicht zu schnell, weil wir, so wie ich bin ja nicht besonders schnell mehr. Das heißt, ich brauche eine Zeit, bis ich nach oben komme. Wenn du dann gleich spielst, versuche ich natürlich automatisch den Ball zu erreichen und mache dann was falsch. Mhm. Also immer ja? Grundposition zurück, warten lassen. Genau, ja, genau. Je schneller das jemand kann, umso besser. Mhm. Kann man auch so ein bisschen spielen. Du kannst aber auch mit jemandem spielen, der, so wie ich, blauwallartig unterwegs ist mittlerweile. Ja? Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel spielen, mal kurz her. Erster Ball auf, ja, auf die Seite. So, hopp, jetzt warte ich, bis ich über die Knie wieder nach oben komme, bis ich mich wieder eingerichtet habe und jetzt mit links nach vorne kann. Mhm. Ja? Gut. Gute Keeper können dann hier zum Beispiel auch, spielen wir mal kurz her, also hier beim Aufstehen schon so aufkommen, dass der linke Fuß schon nach vorne kommt und wir den Wechsel schneller hinbekommen. Okay. Ja? Aha. Genau. Nächste Runde. Ich mache noch zwei, dann bist du, okay? Okay. Kriegen wir es auch hin. So, und. Oh, Mitte. Entschuldigung. Einmal. So, ich richte mich wieder ein. Erster Ball. Hopp, jetzt komme ich schon links nach vorne und bin im Ball. Sehr schön. Okay. Ja, reine Bodenarbeit tut nicht weh, aber die Technik ist eben entscheidend. Mhm. Ja? Und umso sauberer ist es, umso schneller und runter schaut dann auch alles aus. Hopp, mal falsche Seite. Hm. Jetzt. Warte. Bitte. Einmal. Hopp. Und hier auch so mal wirklich für die Bewegung Seite. Zeit lassen und fertig. Ja, wunderbar. Machst du noch einen bitte? Danke. Okay, Trainer. So. Mitte. Aha. Wirklich auch mal mit der Brust draufliegen. Ja? Ja. Raus, ausrichten, Hände in den Schoß. Los geht's, aufkommen. Wechseln und die Hände sind wieder, siehst du? Ja. Die Handflächen drücken, die Finger werden frei, greifen sich dann hier vorne den Ball. Also wir halten nicht so, siehst du? Ja. Sondern mit den Handflächen. Zack! Okay. Also hüpfen. Gar nicht mal so unanstrengend. Genau. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. So. Erster Ball. Ah, und auf die. Genau. So. Rausspielen, auf den Knien bleiben. Torwart Dreieck. Vorne im Schuss. Jetzt rechtes Knie vor. Bring schon mal vor das Knie und jetzt einfach und drauf. Ja, leg dich auf die Seite, auf diese Ellbogen. So. Genau. Oder hoch. So ist gut, so ist gut, so ist super. Okay. So, jetzt rausspielen mit der oberen Hand. Und so jetzt. Und jetzt mit links nach vorne. Okay. Linkes Knie leitet immer ein oder rechtes Knie, je nachdem. Mach noch mal. So, links heißt links geht raus. Okay. Und die Hände gehen automatisch mit dem Bein mit, das heißt, das passiert erst da. Okay. Der Fuß bleibt gestreckt. Der bleibt gestreckt und den kommst du dann wieder nach oben. Okay. Okay. Achtung. Und los geht's. Genau. Und Kugel wieder raus. Ah, mit der oberen Hand. Genau. Machen wir nochmal rechts. Ja. Rechtes Knie mit. Nicht rechtes Knie muss immer mit. Okay. Nochmal rechts. Rechts vor, Hände vor. Genau. Perfekt. Oberkörper schön oben lassen. Also aufrecht lassen, aufrecht lassen. Und die Handflächen lassen den Ball kommen. Okay. Der Kopf schaut am Ende immer. Ist immer hier oben. Du schaust immer von oben drauf. Aha, okay.
Also wir sind nicht hier, ja, sondern wir sind immer hier. Ziel ist es, den Ball so früh wie möglich, aber auch vor der Brust zu halten, weil das hier am Ende nichts anderes ist als das hier. Nur auf der Seite. Okay. Ja? Gut. Nicht so einfach. Zap. Gut. Stehen und erster Ball. Und warte. Nochmal. Okay. Knie bleibt weg vom Boden. Ja. So, jetzt. Perfekt. So, und jetzt Knie nach vorne. Ja. Und leg dich ganz ab weg vom Helm. Aber sehr gut, den Kopf. Perfekt. Oh, Wahnsinn. Und jetzt links vor. Ja. Kopf hoch. Stopp. Bleib liegen. So, und gehen. Nee, komm, weiter nach hinten. Der Winkel hier bleibt offen. Weil wir jetzt schön über das Knie nach oben kommen. Sonst ist das Knie auf Handhöhe. Und bei einem Ball, der etwas mehr in die Mitte kommt, ist das Knie ein potenzieller Treffpunkt. Und davon springt der Ball ganz gerne ab. Mit dem Knie fange ich leider nichts. Zwei noch, dann ist Trinkpause. Okay. Ja? So, hau die nochmal rein, Marco. Zap. Hopp. Rückwärts. Hopp. Perfekto! Wahnsinn. Irre! Und los geht's. Zabala. Jawohl. Klasse. Und linkes Knie nach vorne. Und schau, ein bisschen weiter hinter. Nein, das andere. Genau. Super. Gut. Letzter Durchgang. Puh. Anstrengend. Ein Knopf. So. Genau. Hoppala. Und stehen. Ja. Stark. Und rechtes Bein vor. Ja, die untere hat nicht unten reinschieben. Nochmal, warte. Ja, komm. Oberrad. Nicht unten rein. Weiter. Nochmal. Warte, wir können es auch auf der Seite machen. So, schieb die untere Hand nicht, die hintere Hand nicht unter den Ball. Die Seite, ja? Beide Hände, ja! Und Ellbogen nach vorne zu gehen. So. Ja. Genau, perfekt. Und jetzt zurück. Ja, perfekt. Wunderbar. Und nächste Seite. So, und los geht's. Hopp. Sehr gut. Und Kopf hoch. Weg. Füße weg. Ja, perfekt. Wunderbar. Ich will noch mal. Okay. Hallo David, willst du auch mal? Hallo. David will nicht. David hat Fuß. Rücken und Fuß hast du noch. Und Zehennagel. Zurück. So, jetzt. Ja. Ganz stark. So, da sind wir zuerst. Yes. Gut, komm. Ja. Und jetzt. Ja. Schützen. Nein, nicht schützen. Weg. Du, dafür das. Darf ich nochmal? Willst du nochmal? Ja, bitte. Okay, aber wir haben dann noch eine Übung, gell? Ja, einen mag ich noch. Du hast über Silvester viel gegessen, du willst wieder abnehmen. Über Silvester ist doch RA, ja, genau, habe ich viel gegessen. Hopp. Ja! Ah! Geschmeidig, da sind wir. Schön. Und da, ja. Perfekt. Trinkpause. Okay. Für alle zu Hause, für unseren Marco, für mich auch. Ganz kurz schnell was trinken. Wir sehen uns gleich wieder zur letzten Aufgabe. Bis gleich. So, okay, Marco, bist du noch am Leben? Ich bin noch am Leben. Marco ist richtig fit. Du bist gut ins neue Jahr gekommen. Ja. Sehe ich. Ja. Ja? Super. Ja. Der Trainingsanzug ist gewaschen. Ja. Figur top. Danke. Nicht zu viel zugenommen. Ja, gut. Aber nicht zu viel zugenommen. Mama. Bei mir war es übel, kann ich dir sagen. Ja. Ich habe einen richtigen Biberbauch gekriegt. Viel Fleisch gegessen? Viel Plätzchen. Viel Kartoffeln. Auch das? Ja. Naja, ist ja auch. Viele haben mir, danke nochmal an der Stelle an meinen ganz besonderen Kumpel Sebastian. Der hat mir nämlich so eine Riesenschale mit solchen Plätzchen gemacht. Oho. Fußbälle, so groß, zusammengeklebt, Schoko dazwischen, brutal. Sensationell. Wie ein Kuchen. Mhm. So, also pass auf, letzte Runde, aber wir sind ja jetzt nicht mehr am Futtern, sondern am Sporteln. Das heißt, wir beginnen hier drin, wir machen jetzt eine rein fußballtechnische Aufgabe, mhm. Ja, die wieder verbunden wird mit Torwarttechniken. Okay? Unser Trainingspartner, in dem Fall der Marco, der braucht schon mal einen Ball in der Hand und ihr habt einen Ball am Fuß. Und wir starten mit einer Standtrickkombination, in dem Fall einfach mal viermal ziehen, vorlegen. Okay. Ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen, spielen.
ich spiele dich an, du stoppst ihn, wirfst mir sofort den Ball zu, ich fange den Ball. Okay, also schaut so aus. 1, 2, 1, 2. Das kennen wir aus Fördertraining, Kindergarten und. Jetzt kriege ich den Ball, fange ihn zurück. Moment. Geh hinter die Linie, tief hier rein. Ja? Und du wirfst mir jetzt den Ball einfach nur hierher zu. Ich mache einen Schritt darauf zu und lege mich mit dem Ball zwischen die beiden Hütchen ab. Okay. Alles klar? Mhm. Gut. Dann nehme ich den Ball und fange wieder an, aber mit dem anderen Fuß. Wir machen es einfach mit beiden Füßen. Okay? Okay. So, links ziehen, vorlegen, links ziehen, vorlegen, links ziehen, vorlegen, links ziehen, vorlegen, spielen, werfen. So, jetzt bin ich hier. Immer gerade werfen. Nein, nicht so weit. Immer gerade werfen, weil wir wollen in den Ball, ja, gerade. Also, wir tauschen jetzt schon die Seite. Jetzt bin ich gerade auf die Seite, jetzt geht es auf die linke Seite. Trotzdem wollen wir mehr, genau, hier. Und ablegen. Okay. Ja, beim Ablegen drückt den Ball wirklich mit beiden Händen in den Boden und beim Aufkommen hast du hier mehr Druck drauf und die Hand geht lang. So kann ich schnell wieder nach oben kommen. Okay? Ja. Gut, rechter Fuß ist wieder dran und los geht's. Hopp, hopp, zapp, 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 hopp, werfen. Gut, die Seite ist dran. Hopp. Oder war zu weit? Nein, nein, ist super so. Okay. Ja? Wieder nach oben kommen, letzter Durchgang. Und ziehen, hopp, ziehen, hopp, ziehen, hopp, ziehen, hopp. Spielen. Ah, erstmal ja, gerade. Ja, ja. Jetzt nach Hause. Hopp. Okay, cool. So runter. Okay? Machen wir noch einen? Ja. Zweimal noch. Ja. Rechts und links. Hopp. Spielen. Gerade. Gut. Und. Sehr schön. Mhm. Also mit dem nach unten drücken, federe ich schon das Fallen mehr oder weniger ab und komme ganz leise und leicht auch auf den Boden und so komme ich wieder nach oben. Ja? Letzter links. Und wir sind links. Sehr schön, super. Okay? Ja, okay. Du? Okay, okay. Ja, gerne. Das muss ich aber schon echt konzentrieren, gell? Ja. So, wenn alles so eingestampft wird. Ziehen, hopp, ziehen, hopp, ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen. Spielen, bleib in der Mitte. Den Ball fangen. So noch? Ja, aber. Soll ich ihn sichern und dann? Dann müssen wir ein bisschen Abstand halten, aber halt mal den Ball fest. So, genau so. Handflächen drauf, Arme schön ausgestreckt. Und wenn du ihn hast, dann ziehen wir ihn ran. Dein Kopf ist oben. Du versteckst ihn nicht dahinter, ist kein Fernglas. Sondern du bleibst so, genau, und drückst auf den Ball fest drauf. Mehr in die Handflächen lassen, genau. Schön tief in die Handflächen, genau. Alles klar? Und dann einfach zurückziehen. Dann kannst du sichern, genau. Jetzt schmeißt du weg zu mir, nach Hause und jetzt über die Seite. Arme nach vorne, Torwartdreieck, Fuß vor und entfangen. Genau. Erst den Fuß, dann fangen, dann hin. Und wir sichern erst am Boden, das heißt, immer die Hand, genau. Das ist wieder genauso, wie du ihn jetzt gerade gefangen hast. Und beim Hinfallen drückst du so den Ball mit beiden Händen in den Boden, dann kommt der Rest. Schön langsam. Ich sag, habe ich die Hände so drüber oder habe ich sie so? Nein, nein. So, ja. So. Also genau. Ich fische ihn so runter und lande dann mit dem. Genau. Okay. Ja. Jungs und Mädels, die zu Hause sich das noch nicht so wirklich trauen oder nicht wirklich reinkommen in die Bewegung, so wie es jetzt bei Marco war, der hat jetzt erst gefangen und dann den Fuß. Wenn es noch so ein bisschen unrund ist, versucht man wirklich die Schritte zu machen, indem ihr erst den Fuß setzt, dann die Hände nehmt zum Fangen und dann wirklich in Zeitlupe umfallt. Ja, das Gute ist bei Kindergelenken und Kinderknochen, da knackst nichts. Das heißt, die können das richtig schön langsam. Aber wir haben uns ja gut erwärmt, also darf das gar nichts passieren. Ja. Aber versucht die ganze Bewegung in Zeitlupe. Und links ist dran, linker Fuß. Oh je. Und los geht's. 1, 2, hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, spielen, so, fangen, gut, nach Hause und jetzt Schritt vor, fangen, runter. Genau, gar nicht schlecht. Ja, okay. Du hast jetzt den Ball ein bisschen näher zu dir hingezogen schon beim Fallen, ist aber in der Kippphase auch völlig in Ordnung. Mhm. Ja, ich werde danach nicht mehr sicher. Hopp, 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 so, spielen, erster Ball, gut, und rechtes, nach Hause hüpfen. Oh. Genau, und jetzt erst den Fuß vor, jetzt die Hände. Genau. Ja? Ja. Beine auch richtig? Ja. Der Schritt muss gar nicht groß sein, das reicht, wenn du schon machst
Und das leitet eigentlich die Bewegung schon komplett ein. Ja? Hopp. Zwei. Hopp. Hopp. Spielen. Gut. Und komm. Eins. Und links immer. Hopp. Ja, perfekt. Gut. Jetzt werden wir den Oberkörper alles noch gerade lassen, dann ist super. Okay. Ja? Okay, nächste Aufgabe. Wir tauschen wieder. Nächste Standdrehkombination ziehen. Fußwechsel ziehen, zurückziehen, Fußwechsel ziehen, zurück. Wir fangen hier an mit links, hopp, ziehen, zurück. Und jetzt wiederholen, hopp, ziehen, zurück, spielen. Okay? Den nächsten Ball kriege ich flach unten. Spielen, hopp. Ich gehe zu einer Seite raus. Entweder die Seite oder die gelbe, je nachdem, wo der Ball mehr, also auf welche Seite der Ball eher kommt. Wenn er ganz gerade kommt, können wir auch schön vorne raus. In dem Fall war er jetzt relativ weit links. Ich gehe links raus. So, dann stehe ich wieder auf, ja, kriege den ersten Ball auf die Seite, auf die rechte Seite mal erst. Auf die andere dann. Ich komme nach oben, springe nach hinten, kriege den Ball wie vorhin, fangen, fallen, auf, rauswerfen, auf, hier wieder Position und wieder fangen, fallen. Okay. Alles klar? Also drei Bälle unterwegs. Genau. Ja. Der erste Schuss ist flach, dann stehe ich auf, halt tief, muss hier fliegen und dann hier fliegen. Okay. Okay? Gut. Nochmal bitte. So, ja klar. Und los geht's. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Ziehen, Fußwechsel, ziehen, hopp. Spielen, Position, ganz gerade. Ich kann vorne raus, spiele den Ball jetzt raus. Gehe nach hinten, rechte Seite zuerst. Hopp, fangen, raus, auf, Position, hopp und okay. Fertig. Mhm. Alles klar? Mhm. Auch für euch zu Hause, gebt eurem Torwart wieder ein bisschen Zeit, bis er von der ersten Seite wieder an der Grundstellung steht, dann geht es wieder nach vorne, weil wir wirklich versuchen, in der Technik sauber zu werden. Das geht dann langsamer besser, vor allem, wenn wir ihm auch mehr Zeit lassen und er nicht so rudeln muss. Ja? Nochmal. Wir können das Ganze auch mal andersrum machen. Also ziehen, Fußwechsel, ziehen, zurück, ziehen, Fußwechsel, ziehen, zurück, spielen, hopp, erster und eher nach rechts. Rechte Seite zuerst, hopp, runter, auf, langsamer. Ja, ein bisschen warten, Entschuldigung. Genau. Ja. Okay. Genau, nochmal. Nach vorne. Du kannst zum Beispiel auch mir eine ansagen. Also, wir können die Kombinationen hier sind nicht in Stein gemeißelt. Wir können auch sagen, Ferdi, mach mal dies und das und jenes hier drin. Geht auch. Ja, du kannst jetzt die Kombinationen verändern. Wir könnten zum Beispiel auch noch mal so eine Runde. Spiel mal an. Wohin? Einfach gerade. Rausstoppen, Sohle, schieben, Sohle, spielen, flacher Ball, fliegen, fliegen. Okay, geil. Ja, ja cool. Könnten wir ja, auch machen. Super. Machen wir das mal? Ja. Okay, also spielen. Hopp. Erster Kontakt vor, Sohle, schieben, Sohle, spielen, flach. Eins. So. Runter. Zweite. Jetzt. Hopp. Und fertig. Willst du? Zeig nochmal. Okay. Ball. Eingesprungener Kontakt. Wir können es auch so machen, ja? Wohin? Egal, ich kann es auch mit dem anderen Fuß machen. Ich zeige es in beide Richtungen mal. Also ich spiele dich wieder an. Ja. Ja. Erster Kontakt nach vorne. Sohle. Schieben linker Fuß. Sohle. Hopp. Flacher Ball. Hopp. Zweiter ist hier. Warte. In die Ruhe selbst, mein Freund. Ja, und gehalten. Sehr gut. Du bist dran. Wirklich? Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich es verstanden habe, Ferdi. Du hast es verstanden, okay. Aber was mache ich jetzt? Mein Fußwechsel ziehen zurück oder den Anfang? Mach mal doch zweimal Fußwechsel zurück und zweimal das, was ich jetzt am Schluss gemacht habe. Okay. Dann sind wir nämlich automatisch auch gleich fertig für heute. Okay. Also Fußwechsel ziehen zurück. Mhm. Hopp, 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 hopp. Zap, zap. Spielen. Warte. Dann nochmal. Eins, zwei. Eins, zwei. So, spielen. Jetzt, warte jetzt nochmal. Okay, also zwei. Wir haben Fuß, Wechsel, ziehen, zurück, Fuß, Wechsel, ziehen, zurück, richtig? Spielen, stehen, flacher Ball, Grätsche. Grätsche, Eier, hopp. Genau. Hopp. Entschuldigung. So, jetzt über rechts. Fuß. Ja, gut. Hände ein bisschen länger, Arme ein bisschen länger, gut. Ja, und Oberkörper gerade, auch beim Fallen, ganz wichtig, wenn ich in den Ball reingehe, so ein bisschen Hohlkreuz denken. Okay. Nicht rundrücken, okay? Der untere Rücken schön
Beste, du kannst auch ein bisschen deinen Bauchnabel einsaugen. Ja, nicht einziehen, sondern einfach reindrücken, aktiv. Dann bleibt der Unterrücken schon ein bisschen fester auch. Ja? So. Gut, so spielen. Und Grätsche. Ja. Oh. Gut. Und los geht's. Ja, ja, untere Rücken. Ja. Gerade, 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 gerade. Jawohl, sehr gut. Und die letzte Runde noch mit. So hast du das gemacht, ne? Genau. Die letzte Runde noch mit. Eingesprungen. Genau. Erster Kontakt. Sohlenwende spielen. Genau. Genau. Bei uns ist jetzt ein bisschen eng hinten an der Wand. Deswegen machen wir es schön langsam, damit es passt. Und bei euch daheim, ihr seid natürlich viel schneller als wir. Ihr könnt das Ganze dann natürlich auch zügiger machen. Ja? Und los geht's. Hopp, zapp, hopp, schieben, hopp, gut, spielen. Erster Ball flach. Oh, oh, nochmal. Ja. Jetzt werden die Knochen lahm. Oh. Ja, ist das mal verdammt. Los geht's. Schön. Hopp, ja! Schön. Aber ich hab wieder einen Buckel gehabt. Ja, ich weiß. Aber gehalten ist gehalten. Jetzt. Ja. Ah, geschmeidige Zeitlupe fallen. Du musst den Zeitlupe fallen. Du wiegst 80 Kilo. Nee, was wiegst du? 70 Kilo? Nur 80 sind schon. 80 Kilo, ja, schau her. Du musst es geschmeidig machen, langsam. Geschmeidig. Langsam. Wir könnten auch zum Beispiel völlig ausgeflippt sein und sagen, das machen wir jetzt als letzte Runde. Oje. Nur damit wir den Kindern noch ein bisschen mehr Ideen mit auf den Weg geben. Ich spiele dich an, ja. Du lenkst den Ball da raus, machst eine Schussfinte eingesprungen, mit rechts spielst mich an. Mit links. Mach mal, komm hier rein. Dahin? Nein, okay, komm dahin. Hier rein. So, lenken, eingesprungene Schussfinte, spiel mich an. Nochmal? Ja, nicht nochmal, mach's einfach. Hopp. So, jetzt spiel mich an. So, jetzt stopp ihn nach vorne. Okay. Und jetzt Zidane-Wende zum Beispiel. Oder Sohlenwende, Zidane-Wende, 1, 2, 3. Spielen und Achtung, halb hoher Ball zum Fangen. So, lass uns nochmal von vorne anfangen. Ich will, ja. Hier. Genau. Okay. Okay, los geht's. Hä? Zapp, Schussfinte, spielen. Wow. Erster Kontakt nach vorne. Sohle. Eins, zwei. Oder Zidane. Eins. Sohle, okay. So, Achtung, halb hoher Ball. Sehr gut. Nein, einfach fangen. Der kam jetzt in die Mitte. Und jetzt spielen wir die flach zum Beispiel. Ganz tief runter, Ende lang. Ja, und genau. Oh, schaufeln hast du gesagt. Ja, nicht schaufeln. Nein, nicht schaufeln, Seite. So, also komm. Hier geht's raus, ja, und jawohl, genau. Nur um den Kids zu zeigen, was alles möglich ist. Ihr könnt hier in den Flieger rumspielen, wie ihr wollt. Ihr könnt Finden machen, ihr könnt Wenden machen, ihr könnt erste Kontakte nach vorne machen. Ihr könnt euch auch anspielen lassen von eurem Partner, aufdrehen, dann nach unten laufen, eingesprungene Schussfinte. Es ist im Prinzip, wie gesagt, wie immer alles möglich. Auch mit jeder Torwarttechnik kombinierbar. Ja. Einziges, lasst euch Zeit dabei, macht es eher langsam, damit ihr auch schön in diese runde Torwarttechnik auch reinkommt. Und dann klappt es einfach viel, viel besser und der Erfolg ist schneller da und es macht mehr Spaß. Ja. Wir sind jetzt am Ende. Ich hoffe, Marco, dir hat es Spaß gemacht heute. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht zu Hause. Ihr könnt natürlich die ganze Einheit jederzeit abrufen auf YouTube. Würde mich freuen, wenn wieder ein paar Kommentare und ein paar Videos zurückkommen. Erreicht uns ja doch immer wieder ganz, ganz viele Sachen und neue Ideen. Für neue Ideen sind auch wir natürlich immer dankbar. Und das Schöne ist, man kann an so einer Übung immer wieder rumbasteln und basteln und machen und tun. Genau, bitte nicht vergessen, morgen Donnerstag ist Fußballkindergarten um 16 Uhr. Am Freitag ist Athletiktraining auch um 16 Uhr. Dann geht es wieder weiter, Dienstag 16 Uhr Fördertraining. Mittwoch sehen wir uns wieder, 16 Uhr mit Torwarttraining. Donnerstag wieder Kindergarten, Freitag Athletik. Wieder eine Woche fast geschafft. Liebe Kinder, liebe Eltern, weiter durchhalten, weiter mit uns am Ball bleiben, egal ob im Tor, im Kindergarten oder im Fördertraining. Weiter fleißig bleiben. Bald dürfen wir wieder raus, bald dürfen wir wieder an die frische Luft und bald gehen wir wieder Vollgas. In diesem Sinne, schöne Woche euch, kommt gut ins neue Jahr jetzt rein und bis nächsten Mittwoch. Ferdi, danke. Ciao, macht's gut.